Ja, servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Euro 2000. Heute steht ein Freundschaftsspiel auf dem Programm, nachdem wir ja das letzte Mal unsere Gruppe abgeschlossen haben. Und wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr auch, gegen wen wir denn bei der Europameisterschaft dann antreten werden. Das Freundschaftsspiel wurde gewünscht, nachdem ich es auch vorgeschlagen habe, muss ich ehrlich sagen, Ungarn. Ich habe dann auch vor, in den nächsten Spieltagen noch mehr Freundschaftsspiele zu machen. Was, ja, wenn euch noch was einfällt, dann immer in die Kommentare damit. Ich freue mich über jeden Test. Das letzte Testspiel, das wir hatten, war gegen Kroatien und das haben wir verloren. Mal sehen, ob es heute besser läuft. Aha, die Ungarn spielen mit Abseitsfalle, wie es aussieht. Ja, Ungarn, was gibt's zu Ungarn zu diesem Zeitpunkt zu sagen? Ungarn war damals auf demselben Level wie Österreich in etwa, also jetzt nicht überragend, aber auch nicht ungefährlich, so eher Mittelständler. Konnten überraschen, aber haben es selten getan. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Aber immerhin noch gut genug, um Österreich zu schlagen. Ja, und die Kultfigur damals, wie auch heute irgendwie noch, war ihr Torhüter, nämlich Gábor Király. Und das nicht unbedingt wegen seiner Leistung, aber eher, weil er dafür bekannt war, statt irgendwie normalen Trikothosen oder Fußballhosen, diese Jogginghose, diese graue Jogginghose zu tragen. Also das, was Peter Cech mit seinem Rugby-Helm in letzter Zeit war, oder zumindest die letzten Jahre, das war Király mit seiner Hose. Ups, und ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich einen Laufpass machen. Ja, aber die Ungarn verteidigen gut. Ich komme kaum nach vorne. Oder ich lenke mich durch mein Reden irgendwie zu viel selber ab. Das kann natürlich auch sein. Wohlwend, Frick. Ah, wirklich? Ich bin noch vor ihm gestanden. Dombi. Gibt's da nicht auch ein Videospiel, das so heißt? Muss ich dann nachforschen. Wieder Frick. Büchel. Ah, wollte ihm den Ball noch klauen. Burgmeier. Beck. Ah, gute Manndeckung. Muss man sagen. Die Flanke, kein Abseits und Király. Ich will natürlich nicht sagen, dass Király ein schlechter Tormann war, um Gottes Willen, nein. Also er war schon gut, aber er war jetzt auch nicht der Beste. Glaube ich, in seiner ersten Saison bei Hertha Berlin auch ein ums andere Mal Fehler gemacht. Hat sich trotzdem durchgesetzt, also Respekt. Ja. Langsam habe ich das Gefühl, die Ungarn, ich habe nämlich nicht genau darauf geachtet, wie sie die Aufstellung gezeigt haben, aber dass sie irgendwie mit einer Fünferkette spielen. Ja, jetzt sind wir mal ein bisschen durchgekommen. Ah, schade. Und da war Király gleich mal wieder. Ja, was ist sonst passiert? Österreich hat das wichtige Spiel gegen Israel jetzt gewonnen mit 3:1. Aber wirklich mit Zähneklappern. Da hat man wirklich den Eindruck gehabt, die Israelis, die schlagen uns. Die sind sogar in Führung gegangen, so wie wir jetzt. 1:0. Ja, und wer könnte es sonst sein als Büchel mit seinen 12 Toren in der Qualifikation? Der beste Torschütze, den wir in unseren Reihen haben. Ja, also 0:1 zurückgelegen. Das war aber auch ein hammergeiles Tor, muss man sagen. Und dann doch noch 3:1 gewonnen. Puh, na zum Glück. Und heute steht das nächste, in Anführungszeichen, Finale an in der Qualifikation, nämlich gegen Slowenien, auswärts. Wird nicht leicht. Ach, es wird vor allem nicht leicht, wenn wir dieselbe Leistung bringen wie gegen Israel. Das war ja wirklich unterirdisch eigentlich. Zum Glück haben wir uns dann einigermaßen erfangen. Ja, was steht sonst an? Deutschland wird gegen Estland antreten. Das sollte eigentlich nicht wirklich ein Problem sein für sie. Und Liechtenstein hat Armenien ein Unentschieden abgeknöpft. Respekt, Respekt. Ich glaube, die haben im Laufe der Quali auch schon Griechenland einen Punkt abgeknöpft. Also Liechtenstein, wenn man sie unterschätzt, können wirklich wehtun.
Halbzeit 1:0 für Liechtenstein. Die Ungarn erweisen sich als teilweise harter Gegner. Also sie lassen mich kaum durch, aber sie kommen auch überhaupt nicht nach vorne. Ich glaube, die haben keinen einzigen Torschuss ab. Ja, kein einziger Torschuss. Kann sich natürlich jetzt in der zweiten Halbzeit ändern, wenn ich nicht aufpasse. Also mein Ziel ist auf jeden Fall noch ein Tor. Ich habe auch vor, ein Freundschaftsspiel gegen eine andere Zwergennation zu machen und da mal ein paar andere Spieler zum Zug kommen zu lassen. Oder vielleicht wieder mal was Verrücktes ausprobieren. Mal schauen, wie es sich halt ergibt. Zeit genug haben wir bis zur Europameisterschaft noch. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr auch, gegen wen wir bei der Europameisterschaft dann spielen werden. Und der erste richtige Schuss von Landwoy auf mein Tor. Naja, nicht wirklich aufs Tor, weil er ist daneben gegangen, aber aber immerhin. Im Gegenzug gleich der nächste Torschuss von mir. Ich muss mich wirklich eher in Distanzschüssen üben, habe ich das Gefühl. Und jetzt kommt wieder der Schiedsrichter ins Spiel natürlich. Und das war der erste Torschuss. Zum ersten Mal muss mein Tormann eingreifen. Au, und das war nichts, oder was? Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Und rein! Ach, schade. Ich versuch's immer wieder so auszutricksen. Also die spielen doch eindeutig eine Fünferkette, oder? Ja, verflixt. Ja, wer das Let's Play noch nicht so verfolgt hat, ich spiele ein 5-3-2-System, dass ich zwar hinten solide stehe, aber auch nach vorne was schaffen kann. Wenn allerdings dann jemand so stabil hinten steht wie Ungarn, wird es natürlich schwierig. Aua! Ja, das denke ich auch. Faul. So, wer geht in die Mitte? Ich will jemanden meine Flanke perfekt servieren. Schade. Da waren sofort 4 Leute bei ihm. Kommt er natürlich dann nicht durch. Büchel. Jetzt müsste ihm mal wer helfen. Dankeschön. Burgmeier. Setzt sich durch. Da war Kirai. Der hat das schon irgendwie im Gefühl gehabt, da könnte was passieren und ist rausgekommen. Ja, jetzt werden die Ungarn ein bisschen aggressiver. Die wollen hier nicht verlieren. Besonders nicht gegen mich, wie es aussieht. Und das Spiel wird härter. Wie war das mit Freundschaftsspiel? Okay, es gibt eigentlich keine Freundschaftsspiele mehr, wenn dann Testspiele. Korzos hat mich da aufgehalten. Der hat damals, glaube ich, bei Sturm gespielt und später bei Rapid. Meine Güte. Die werfen sich in alles hinein. Aber ganz ehrlich, ein Unentschieden hätte sich Ungarn mit der Leistung bis jetzt nicht verdient. Ja, jetzt. Ah, schon wieder abseits. Verdammt. Nein! Laufpass für Frick. Also wirklich. Muss doch noch ein Tor möglich sein. Ja, Büchel. In die Mitte, yes! Oh, da hat Kirai aber jetzt gepatzt. Und Frick macht das 2:0.
Ja, recht unspektakulärer Sieg, aber trotzdem ein Sieg. Bei Ungarn, muss man ehrlich sagen, war heute kein Gradmesser. Die sind kaum vors Tor gekommen. Da habe ich schon andere Spiele erlebt. Und auch verloren, zugegebenermaßen. Ja, wir feiern, wir freuen uns noch ein weiteres Mal, dass wir bei der Euro mit dabei sind. Und jetzt ist es soweit. Jetzt werde ich euch zeigen, wer erstens mal alle zur Europameisterschaft gefahren ist und wer in unsere Gruppe gekommen ist. Die Spannung steigt. Es ist Zeit.